Hallo liebe Leute, heute das Mage Basic Deck. wie ihr jetzt schon bei den anderen Basic Decks gesehen habt, geht es ein bisschen mehr um die Kurve. Die Kurve schaut jetzt allerdings bei dem Mage Deck nicht so gut aus, aber ich kann erklären, warum das so ist. Weil der Mage gerade in den Basic Karten ein paar gute Removal Spells hat, und zwar der Frostbolt, Fireball, Polymorph, und deswegen schaut die Kurve ein bisschen anders aus. Also wenn man da die Removal rausnimmt, also Arcane Explosion, Frostbolt und Fireball und Polymorph, dann wird das so ausschauen, dass bei 2 Mana 6 Karten drinnen sind, bei 3 Mana 4, bei 4 Mana 5. Und dann schaut die Kurve schon wieder ein bisschen besser aus, also in dem Fall liegt es an den Removalen. Und ansonsten sollte man aber trotzdem schauen, wenn man die Removal nicht braucht, dass man halbwegs eine Kurve hinkriegt. Und ich habe zusätzlich ein bisschen zum Card Draw einen Arcane Intellect drinnen. Ich finde den Arcane Intellect zwar jetzt nicht unbedingt so gut, aber es passt da gerade gut in die 3 Mana rein, weil ich für 3 Mana nicht recht viel habe. Und im dritten Zug Arcane Intellect zu spielen ist okay. Zumal wir dann eh einiges auf 4 haben. Ich habe 2 Chillwind Yeti, 2 Water Elemental. Ich habe nur einen Ascension Shieldmaster drinnen, weil einfach in den Basic-Karten Ascension recht stark ist. Aber ich möchte nicht zu viel 4er-Drops haben, das sind eh schon einige. Ich spiele nur einen Storming Champion und einen Ascension Shieldmaster, einfach um ein bisschen mehr am Ende der Mana-Kurve zu haben und einen Ascension Shieldmaster trotzdem noch mitzunehmen. Das ist auch der einzige Taunt. Aber ich habe, wie gesagt, sehr viel Removal mit Frostbolts, Fireballs und Polymorphs. Und deswegen sollte das auch mit wenig Taunt hinhauen. Darkscale Healer auf 5 Mana, ich finde den echt nicht so schlecht, habt ihr wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Gerade für die 4er Drops, die relativ robust sind hier, kommt es öfter mal dazu, dass man an 4er Drop mal voll heilen kann und vielleicht irgendwas mit dem abräumt. Boulder Fist Ogre ist auch gut und zwar Flame Strikes nochmal für Flächenremodel und ein Storm mit Champion. Schauen wir mal, ob das mal ein bisschen besser läuft wie mit Rogue. Alles nicht. Also eigentlich haben wir genug Karten für 2 Mana, aber wenn es noch Removal ist. Okay, schaut schon ein bisschen besser aus. Flugil Warrior ist ein ganz gutes Removal, macht einfach 2 Schaden. Los geht's, River Crocodile. Okay, Ruff hat er schon mal nicht gespielt. Das wäre ein guter Zeitpunkt für Ruff, also ich denke mal, dass er keins hat. Ich werde den Bluegill Warrior spielen. Und zwar ist das zwar jetzt eine geopferte Karte, aber wenn er jetzt vielleicht in Runde 3 den killt und nicht irgendwie einen Harvest Golem zum Beispiel spielt oder mit Innervate irgendwas anderes, dann habe ich jetzt einen Vorsprung durch das Water Elemental. Okay, er swiped. Aber das ist in Ordnung. Ein Swipe ist immer recht gefährlich und ich bin froh, wenn man den mit nur 2 Zwarer-Drops erwischt. Und das Water Elemental ist sehr unangenehm gegen einen Druid, weil es ihn einfriert und dann kann er sein Shapeshift immer gegen meine Minions einsetzen. Okay, das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Gut.
schon, ist er wieder ein bisschen hochgeheilt. Where shall I stand? Viele Tanz. Also die beiden gehen sie aus. Ist wahrscheinlich ja am besten. Ich werde es aber jetzt trotzdem anders machen, weil ich nächste Runde einen Flamestrike spielen möchte. Und das mache ich jetzt einfach so. Der Ping mal auf ihn. Anschaut nach ihn, ist jetzt nicht so viel wert, aber wenn er jetzt doch vielleicht nur irgendwie einen Dreier-Heal draufkriegt, dann ist er leichter zu killen. Oder wenn er Mark of the Wild spielt oder sowas, aber ich glaube zwar nicht, dass er Mark of the Wild spielt. Hätte ich das jetzt anders gemacht, ich hätte ihn natürlich killen können mit Bluegill Warrior und Darkskill Healer unter den anderen mit 3-4 abräumen. Allerdings hätte den dann sehr einfach killen können. Bluegill Warrior hätte ich auch noch gemacht. Ich glaube fast, da möchte ich doch noch nicht Flamestriken, weil das Polymorph auf den Kern Blutthoof ist besser. Also Polymorph für den Kern werde ich sowieso spüren. Und den kann ich ja so abräumen. Den Chillwind Yeti werde ich nicht reinrennen, weil sonst kann man meinen Sheep killen. Also das Polymorph war jetzt natürlich super gezogen, ist genau das Richtige in den Kern. Okay, Force of Nature. Das mache ich jetzt mit Ascension und ich schieße da drauf. Nächste Runde kann ich mit 9 Mana den wegschießen und Storm mit Champion dazulegen. I must safeguard. Okay, dann wird es doch ein Flamestrike werden. Flamestrike plus Ping. Aber ist effizient. Zurzeit habe ich einen Kartenvorteil. That belongs in the museum. Shields up. Ich werde sogar nur meinen Flamestrike spielen. We must cleanse the Sunwell. Ein bisschen mehr Druck machen. Ich hätte jetzt auch einen Arcane Intellect spielen können, aber
nächste Runde mache ich mit dem ein bisschen mehr Schaden so. Ich habe was Stärkeres an Bord, sollte doch irgendwas Fettes in der Hand gehabt haben. Schade, das war natürlich ein bisschen Fett drin, Sandchen kriegt. Wenn ich den jetzt angriffen hätte, hätte mein Sentient mit Shapeshift und Harvest Golem ohnehin nur killen können, haben ihn zwar 1er. Die Sache ist nur, mein Shattered Sun Cleric hätte mir mal einen Hitpoint gehabt und wäre ein bisschen anfälliger gewesen gegen ein Swipe. Ziehen wir mal 2 Karten. Fireball! Na ja, gut, dann haben wir es jetzt eh schon. Guter Start. Auch schon einem Kern Bloodhoof ins Gesicht gepolymorpht. Basic Cards for the win. Jaina versus Anduin. The light shall bring victory. You asked for it. Den chill mit Yeti wie heute, mein Mann. Ich hab nicht sonderlich viel Dreier-Drops. Okay. Glück gehabt. Mehr Glück. Okay. Schauen wir mal, was er macht. Ob er Shadow at Pain spielt. Sonst kann er wahrscheinlich nicht wirklich was spielen, außer normalen 2er-Drops. Oder natürlich mit einer Coin, irgendwas für 3. Fortstil. Okay. Machen wir Druck. Ja, Fortstil kann jetzt so einiges sein, was er so gekriegt hat. Der Chilvindiet ist schon eins der gefährlichsten Dinge für einen Priest. Der kommt jetzt. Und möglicherweise kommt nächste Runde nur zweiter quasi Chilvindiet, weil ein River Broccolisk auf 4-5 aufbuffen wird. Nein! Wie gesagt, ich hab nur einen. Oder ein Sengin. Machen wir mal den. River Broccolisk is protected. Also das ist wirklich sehr viel Druck, den ich da hab. Eine Karte hat er von mir nur geforstealt. Keine Ahnung, was es ist. Gut, der ist noch halb so wild. Die beiden würden jetzt sowieso sterben. Kann ich ja klar reinpacken. Und da bringen wir nur einen Chilwind Yeti. Also die Macht der 4 schlagt gerade zu. Ich habe immer noch einen Frostbolt in der Hand. Killen geht sich gerade noch nicht aus. Zuerst der Karte ziehen können. Also 2 Karten. Den pingen wir nur weg und angreifen. Jetzt kommt leider wahrscheinlich die Holy Nova, die den guten Yeti killt. Wenn nicht, kommt der Darkscale Healer. No.
No! Dark Skin Healer. War mal Geschichte. Aber er ist schon ziemlich low. Es kann trotzdem nur ein bisschen gefährlich werden. Er kann dann jetzt einfach Shadow Madness, nicht Shadow Madness nehmen, Shadow Bad Deffen. Ja. Ja, räumen wir den mal aus dem Weg, auch wenn es ein bisschen aufwendig ist. Und ich bringe nur den Darkskill Healer, aber wenn er nicht heilen kann, er hat 4 Stärke und ist dadurch recht stark. Jetzt kommt sein Schild in die Idee. Leider kein Fireball. Wo ist das Top-Deck, wenn man es braucht? Aber wir gehen trotzdem weiter drauf. Er ist schon ziemlich low. Je länger das Spiel dauert, desto unangenehmer wird es gegen einen Priest. Und da möchte ich ihn wenigstens so lange wie möglich low haben, in der Hoffnung, dass ihn dann mit einem... Okay. Das war jetzt unerwartet. Aber ist in Ordnung. Also ich möchte natürlich low halten, damit ich zur Not mit einem Fireball einfach finishen kann, sobald ich anziehe. Aber das war's schon. Die Vierer for the win. Da habe ich einige und ich habe auch alle davon gezogen. Okay. Die Arcane Explosion wahrscheinlich gar nicht brauchen. Das ist er eher drinnen gegen Warlocks. Auch wenn es nicht so viel hilft gegen einen Warlock. Aber mit einem Ping geht es gegen die meisten Sachen. Bluegill Warrior Ascension und Acidic Swamp Ooze schaut, denke ich, gut aus. Jetzt schaut es nochmal um eine Ecke besser aus. Ich möchte in Runde 3 Water Elemental spielen. Je früher das Water Elemental habe, desto früher kann ich am Shapeshiften hindern. Und das Water Elemental ist ziemlich unangenehm für einen Druiden. Das Water Elemental ist eigentlich unangenehm für ihn. Also die Kurve ist alles super aus. Senshin, Darkscale Healer, Boulderfist Ogre. Schauen wir mal, was er so macht.
Und wenn ich Glück habe, überlebt das Water-Elemental eine Weile. Okay, doch. Ja, das Swipe hat sie aber auf jeden Fall. Das war jetzt nicht unbedingt so effizient von ihr. Aber es war auf jeden Fall für ihn sehr wichtig, das Water-Elemental loszuwerden. Das ist nämlich ziemlich gefährlich. Das kann er leider ein paar fiese Sachen anstellen mit dem. Okay, wundert mich, er hätte jetzt auch den abräumen können mit 3 Schaden und mit Shapeshift den anderen. Dafür wollte er lieber eine Karte ziehen. Das werden wir jetzt so machen, weil ich ihn gleich wieder heilen kann. Und jetzt schauen wir gerade ziemlich gut aus. Sogar noch einen Stormwind Champion nachgezogen für die Kurve. Nein! Okay, das erklärt, warum er das so gemacht hat. Ich glaube, da räume ich lieber den hier gut ab, weil es ein Roller ist, Droger zu spielen. Und spiele dazu noch einen SDX-1. Ich hoffe, er hat keinen Starfall. Der trifft er leider gerade ziemlich gut. Ein Swipe allerdings weniger. Und das ist auch ganz gut, aber Starfall wäre jetzt wirklich unangenehm. Force of Nature tut dasselbe. Daran habe ich jetzt leider nicht gedacht. Ja. Gut, dafür kommt jetzt ein Oder. Stormwind Champion spiele ich lieber dann, wenn ich gleichzeitig damit was buff. Außerdem ist er schlechter Alois als wieder Boulderfist Ogre. Aber generell haben wir da noch einige bedrohliche Sachen. Der Water Elemental, Stormwind Champion, bisschen Removal. Ihr habt jetzt das Water Elemental gebaut, also ich habe generell jetzt die so ausgespielt und nicht den Stormwind Champion, weil es für mich jetzt keinen großen Unterschied macht, ob der Boulderfist Ogre 3 oder 2 Hitpoints hat. Wie man gerade sieht, das Water Elemental ist allerdings natürlich sehr gut, weil eben damit am Shapeshiften hindert. Und zum anderen habe ich jetzt da 2 Minions, die ich buffen kann mit dem Stormwind Champion. Und Bluegill Warrior kann ich damit auch noch buffen. Und da machen wir jetzt Druck. So, das Shapeshiften kann er schon mal nimmer. Wenn man jetzt nicht irgendwie einen fetten Taunt hat, selbst einen fetten Taunt kann ich wahrscheinlich ganz gut wegkriegen. Ich habe da 3 Schaden mit Stormwind Champion, 6 und Nummer 1. Das heißt schon mal 10 Schaden aus der Hand. Bis jetzt schaut es nur so aus, wie wenn es schaffen wird. Was? Das hat aber schon auf den gemacht. Okay, das hat jetzt ein bisschen komisch ausgeschaut mit dem Pfeil. Okay, okay, Town Tada, wir haben es verstanden. Das sind 17 Hitpoints, die da im Weg sind. Ich habe eben 10 Schaden in der Hand quasi. Und 19, 23, 28 liegen. Das geht hier nicht aus, wenn ich da alles abräume. What to do? What to do? Okay, machen wir es mal so. Ich möchte ihn nur am Leben behalten. Ich werde das jetzt so machen. Und angreifen. Die halten nämlich um einiges mehr aus.
Und ich möchte ihn möglichst viele Hitpoints behalten. Der Druide hat nämlich nicht wirklich was, was Gegner direkt entfernt. Das einzige, was er hat, ist ein Naturalize, aber da darf ich zwei Karten sehen. Sie spüren recht wenige. Shields up! Taunt hat er immer noch. Okay. Er hat nur mehr Taunt. Gut, ich hab's verstanden, hat Taunt. Und das dürfte jetzt aber trotzdem gewesen sein, oder? Ja. So. Okidoki. Nochmal gewonnen. So viel Gold. Ich glaube, ich bin jetzt über 1000 Gold. Jaina versus Gul'dan. Warlock. Your soul shall be mine. You asked for it. Gegen einen Warlock möchte auf jeden Fall was Billigeres haben und nicht erst in Runde 4 überspülen können. Ja, Schredderzahngeld ist jetzt nicht so optimal. Bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Dungeon ist super. Knife Chatter. Gut. Der wird gefrostboltet. Könnte ihn zwar in zwei Runden wegpingen, aber wenn er nur irgendwie bufft, wäre das äußerst schlecht. The light protects me. Ballern wir den ein bisschen lower, wenn wir da eher Arcane Explosion haben. Wenn ich es schaffe, einen Flamestrike zu spielen, dann bin ich sehr gut dabei. Das wird aber nicht unbedingt das leichteste sein. Ich muss jetzt auf jeden Fall da was abräumen, sonst killen sie mal den Sentient sofort. Mal machen wir so. Ich hätte zwar ganz gern irgendwie den 2-1 vom Harvest Golem noch mit der Arcane Explosion erwischt, aber das ist natürlich jetzt nicht möglich gewesen. Also zum Flamestrike, glaube ich, schaffen wir es auf jeden Fall. Da wird jetzt die Runde wahrscheinlich damit beschäftigt sein, den Sentient abzuräumen. Dann habe ich immer noch genug Hitpoints, um in Runde 7 zu kommen. Aber es wird trotzdem nicht so low gehen. Also so ein Warlock kann ziemlich viel Damage aus seiner Hand noch spüren mit Soulfires und Power Overwhelmings. Ja, das war's mit meinem Sentient. Nein, doch nicht. Okay, doch. Arcane Intellect. Ah, das Blöde ist, der Harvest Golem überlebt leider den Flamestrike. Und der macht mir jetzt allein schon mindestens 9 Schaden, das ist leider viel. My shield for Arga. 11 Schaden.
So, schauen wir mal, ob das jetzt gereicht hat, um ihn zu stoppen. Aber er zieht leider jede Menge Karten. Ich habe zwar fette Sachen zum Nachlegen, aber er kann eben viel Schaden aus seiner Hand machen. Und den kann er jetzt leider nicht mehr wegbringen. Das ist auch ein Problem. Also, ich muss auf jeden Fall was wegkriegen, weil ich habe kein Taunt. Und möglichst für ein Board kriegen, da ich nicht zwei Sachen gleichzeitig spielen kann, wie das Wortelement zu spielen. Jetzt zwar beide abräumen können mit einem Polymorph oder mit einem Fireball, allerdings sind das immer. Ich muss aber was aufs Board kriegen, damit ich mehr als ein Minion abräumen kann. Weil er zieht so viel Karten. Oh weh. Bin ich schon sehr low. Ich glaube, das werde ich nicht mehr da schaffen. Sollte die Runde überleben und noch einen zweiten Fireball ziehen, dann könnte ich sogar gewinnen. No. No. Das war's. Na, ja, vielleicht könnte man nur die Arcane Explosion gegen zusätzlichen Taunt einbringen, weil ich befürchte fast, dass es mehr wert ist wie die Arcane Explosion. Das heißt, die Arcane Explosion ist ja dann nicht so schlecht gegen die Hunter, aber auch nicht so super. Das Problem ist, es gibt leider mit den Basic Karten eigentlich nur einen guten Taunt und das ist der Senjin. Da haben wir sogar nur einen Warlock. Bluegill Warrior behalten wir mal auf als Removal. Arcane Intellect. Gebe ich auch weg. Na, ich behalte man mal. Nein, gebe ich weg. Vielleicht ziehe ich nur einen zweiten Zwarer-Drop. Also ein River Crocolisk wäre sehr gut. Aber leider nicht. Na gut. Okay, mittlerweile habe ich ein bisschen Removal, das ist schon mal nicht so schlecht. Da werde ich den Bluegill Warrior spielen, weil ein Frostbolt könnte gegebenenfalls auch am 1-3er vorbeizirkeln. Das hätte ich glaube fast auf ihn geklickt, das wäre sowas von fatal gewesen. Ich werde den Chillwind Yeti spielen. Sollte er nämlich Removal haben, das 4 Schaden macht, dann killt er mal das Wortelemental oder den Chillwind Yeti und immer gar nicht das Wortelemental wieder. Ach, Mortal Coil. Schade. Wortelemental.
must cleanse the Sunwell. Das gefällt mir. Ne? Eigentlich möchte ich Frostbolt spielen. We must cleanse the Sunwell. Gut. Den räumen wir da ab, den pingen wir weg und dann kommt noch Darkscale wieder. Ihr habt natürlich auch den pingen können, der hat 3-1 und nicht 2-1. Und das Problem ist, wenn ihr den pingt, dann hat er wieder 2 Minions und die machen 4 Schaden und der macht aber nur 3 Schaden. Ja, jetzt kann er leider wieder was für 5 schießen. Soulfire oder Shadowbolt zum Beispiel. Vielleicht hat er okay, schade. Ja, Soulfire, dann hätte er zumindest Karten abgeworfen und ich war mal zumindest schon mal sicher gewesen, dass Soulfire weniger hat. Die Soulfire sind nämlich ziemlich gefährlich, weil er direkt auf mich schießen kann. Okay, er räumt gut auf. Aber schauen wir mal, wie gut er den Boulder-Pistole aufräumt. Okay, das war Soulfire. Okay, ich werde sogar nochmal aufräumen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich Druck machen möchte. Aber ich werde jetzt noch einmal aufräumen, weil er eh gerade nicht viel Karten in der Hand hat. Ansonsten mache ich da mal 4 Schaden so, er kann nur 2 Karten ziehen. Ich bereue es gerade ein bisschen. Ich glaube, es wäre gescheiter gewesen, wenn ich direkt auf ihn gegangen wäre, weil dann hätten wir die Runde killen können. Und jetzt muss ich auf jeden Fall alles wegkramen. Na, das war jetzt nicht so gut. Ich glaube, den muss ich sowieso am Leben lassen. So, wenn er mich jetzt nicht killen kann, dann habe ich es. Aber es kann gut sein, dass er mich jetzt killen kann. Well played. My shield for Argus. Und Power. Das war jetzt, glaube ich, ein Fehler. Hätte ich zuerst mit dem Boulder ihn angegriffen und er mich noch nicht auf Null gebracht, dann hätte ich es gewonnen. Das ist auch das Schwierigste, dass man weiß, wann man angreifen sollte und wann nicht. Das war jetzt von mir schlecht berechnet, weil ich hätte einfach killen können im nächsten Zug. Gut.
Eine letzte Runde spielen wir noch. Also zwar haben wir jetzt gegen Warlock verloren. Ein bisschen mehr Taunt wäre vielleicht nicht so schlecht. Ich glaube, die zweite Runde hätte die gewonnen, hätte die angegriffen in der einen Runde davor. Ja. Ich weiß nicht, wie es um sein Power Overwhelming gestanden ist, aber ich glaube, das Power Overwhelming hat er erst in der letzten Runde jetzt gezogen. Und das heißt, ich hätte es überlegt. You asked for it. Das ist ein Warrior. Water Elemental behalten auf jeden Fall. Shattered Sun Cleric wird zur Not als 3-2er gespielt. Beziehungsweise spielen einfach das Water Elemental vorher. Also ganz optimal ist das jetzt nicht unbedingt die Stadthunter. Was für zwei wären dann ziemlich schön. Armor made to fit. Hätte Arcane Intellect oder ein Shattered Sun Cleric mit der Coin spielen können, aber ich möchte lieber nächste Runde ein Water Elemental spielen. Der ist leider ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Das ist ziemlich übel. Ziemlich übel. Ich kann ihm leider, naja, ich hätte ihm schieben können. Schieben wäre eine Möglichkeit gewesen. Wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Möglichkeit gewesen. Das war jetzt ein bisschen blöd, wenn ich schieben soll. Okay, das war jetzt nicht so geschickt von ihm. Hätte man jetzt einfach zwei Schaden mehr machen können. Okay. Da behalte ich mir das sogar noch mein Sheep. Und ich werde sogar so machen. Ich habe nur ein 3-2 erlebt. Ja, er hat zum Glück wenig Karten jetzt, aber generell war das jetzt nicht unbedingt der tollste Start für mich. Jetzt haben wir mit dem blöden Armas mit los. Und das war's. Okay. Das heißt, er wird wahrscheinlich einiges an Late Game in der Hand haben. Ich hoffe, es ist kein Gorhol. Ja, dann kann er mal so ziemlich alles weghauen, das ist so. Dann heilen wir nochmal drauf los. Und einen Schuss ins Gesicht. Tick! Okay. Gut.
gegen die Warlocks hat es leider nicht so gut ausgeschaut. Ansonsten war es jetzt ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Warrior ausgeschaut hätte, ob er wirklich so schlechte Karten hat oder aus einem anderen Grund aufgegeben hat. Aber für Basic Deck ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und man sieht sie dann hoffentlich bei den Common Decks. Ciao!